Es sind halt einfach Sachen draußen, wo ich gar nicht weiß, ob du überhaupt über sie weißt. Ihr Interview, wo sie aus der Villa rauskam, war sie bei Aftersun. Und dann ist sie ja gefragt worden, wie ist die Beziehung zu Danilo, zu Mischa, lala, alles drumherum. Beim Einzigen, wo es ein bisschen gefunkt hat, war der Yasin. Hat sie gesagt. Ich muss zugeben, dass zwischen Yasin und mir war echt. Es war eine Verbindung da. Dann hat sie gesagt, sie wollte aber zwischen der Beziehung Yasin und Samira nicht dazwischen kommen. Aber sie hat es bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Das sind ihre Worte, die kannst du auch angucken. Da war mir halt einfach klar, dass definitiv der Fehler bei mir war, dass ich ihn wählen hätte sollen. Ich hätte ihm zeigen müssen, dass er bei mir sicher sein kann. Okay. Krass. Hast du das gewusst? Nein. Auf jeden Fall bin ich ja noch nicht fertig. Sie hat sich eine Strategie aufgebaut. Verstehst du, was ich meine? Weil sie ist reingekommen, hat sich den Platz gesichert beim Alex. Hat gesagt, ich will dich kennenlernen. Okay, alles klar. Danach ist sie zu dir gekommen, um deine Gefühle zu checken. Und sie sagt zu dir, mein Sonnenschein. Und du warst ja schon wie verschmolzen, verstehst du? Weil du Gefühle für sie hast. Zum Thema Melissa, ihr wart das Dream-Paar, Couple. Das war das. Und jeder sagt, warum der hätte das durchziehen sollen bis zum Schluss. Der hätte das Ding gewonnen. Blind. Blind hättest du das Ding gewonnen. Aber ich habe gesagt, Danilo ist nicht so. Danilo ist ein Herzensmensch. Und wenn es in seinem Herzen nicht okay ist, dann kann er nicht spielen, weil Danilo ist kein Spieler. In dieser Sache ist er einfach, das geht nicht. Er kann nicht spielen. Mit seinen Gefühlen kann er nicht spielen. Du denkst, sie kommt wegen dir wieder rein. Und dann hast du sie gefragt, warum bist du zurückgekommen in die Villa? Und es kam nichts. Dann hast du für sie geantwortet, wegen mir. Und sie sagte dir, auch. Aber sie ging danach zum Yasin. Nein, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Nein, aber wieso dann? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Also glaubst du nicht an meine Gefühle? Ganz ehrlich? Ich glaub dir gar nichts mehr. Aber Danilo, kannst du mir den Grund sagen? Ja, sag ich dir genau, weil du das hast du mir nie gesagt mit Yasin, dass der Funke da war. Ich habe nie von einem Funken geredet, Danilo. Ich habe gesagt, wir hatten Bezug. Das lügt mich meine eigene Mutter an, oder was? Nein, ich habe gesagt Bezug. Hätte es bei Yasin geklappt, vielleicht hättest du es dort auch versucht. Ja. Also ich würde gern an dieser Stelle die Villa verlassen, weil ich habe dir von Anfang an gesagt, wenn das zwischen uns ist, der einzige Mann, den ich küsse, bist du. Ich habe nicht mit irgendeinem hier drin was gehabt, Annäherungsversuche, nichts. Ich würde jetzt gern die Villa verlassen, weil wenn du mir nicht glaubst, obwohl ich mich so geöffnet habe gegenüber dir. Was soll ich glauben? Meine Mutter sieht es von außen, die sieht was ganz und anderes. Und was sind 24 Stunden zwischen uns? Wenn du erzählst, Yasin war der Funke, was war das dann zwischen uns damals? Dann habe ich mich getäuscht in dir. Ja, okay, wenn du das so meinst. Es ist so. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.